Die AfD ist mit ihrer Anzeige gegen das Paderborner Theater gescheitert. Wegen einer Grafik im Programmheft zu dem Stück Andorra, in der unter anderem grafische Elemente des Logos der AfD neben dem Hakenkreuz abgebildet waren, hatte die AfD der Theaterintendantin Volksverhetzung vorgeworfen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sei dieser Vorwurf aber schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil die AfD als Partei zwar eine sogenannte juristische Person sei, aber kein Mensch. Deshalb könne auch nicht ihre Menschenwürde verletzt sein. In OWL können in den kommenden Jahren